Auf geht's in eine neue Runde. Ich habe ja gesagt, in dieser Folge werde ich erstmal mich um Quests kümmern. Wenn sich jetzt irgendjemand wundert, der die vorherige Folge gesehen hat, wo steht denn der Typ da gerade? Folgendes: Ich bin in den Tempel von Urad gegangen, weil mir eingefallen ist, als wir aus dem Palast raus sind und dann wieder auf diesen in diesen Kronendistrikt, dass ja hier eigentlich noch der Tempel ist und den kann man betreten. Und weil ich den nicht aussparen wollte, weil hier konnte ja auch noch der eine oder andere Quest stecken, das weiß ich nicht, habe ich gesagt, bist ja nicht blöd, rennst einfach nochmal hin, bevor wir uns heute dann später mit den anderen Quests auf dem Marktplatz und so weiter beschäftigen werden. Außerdem, ach, sieht doch ganz hübsch aus mit den Fensterchen, wenn man jetzt hochgucken könnte, was ich nicht kann. Oder kann man die Kamera eigentlich selber bewegen? Ich weiß es gar nicht. Sieht nicht so aus. Oh. Jetzt habe ich ein Problem. Nee, doch nicht. Aber warum geht denn da das Tor zu? Eigenartige Sache. Ach, hier haben sie so ein paar Mosaikgeschichten auf dem Boden. Naja, sieht ja ganz schick aus. Wir können ja mal hier durch die Priester. Gut, okay, kann ich nicht lesen, darf jeder selber machen. So, was haben wir denn hier? Also der Priester redet in irgendeiner Geheimsprache. Oh, eine Tür. Türen sind immer gut. Gleich mal gucken, ob man die öffnen kann. Oh, man kann. Gut, da war ein, gucken wir uns gleich an. Hier war einer, der um die Ecke. Irgendwie steht Priester, der Gesang des Priesters erklingt tief und volltönend, als ob er sich aus dem tiefsten Inneren des Körpers ausbreitet. Na gut, leb wohl, tschüss. Ja, wenn man hier sich so die Bilder beguckt, auch immer irgendwie mit Schwertern und Kämpfen und tralala, so ganz friedlich scheinen die auch nicht zu sein. Wer ist das denn? Noch ein Priester. Na gut, ja. Die scheinen irgendwie alle nicht so wichtig zu sein, nehme ich an. Oh, dahinter sind zwei solche Sprechblasen wieder. Mal gucken, ob sich hier noch was tut. Gucken wir uns mal vielleicht das hier oben an. Ei, da sind auch noch welche. Schick, schick. Wer ist das denn? Hatar der Schüler. Wenn Lenele unterginge und wir alle auf dem Schwert aus, nee, und wir alle dem Schwert ausgeliefert wären, dann würde eine Stimme in der Wildnis die heiligen Worte sprechen. Unbedingt. Selbst im Chaos, wenn Dämonen den alten Tempel verwüsten, wird die Zeremonie fortgeführt. Welches Chaos denn? Das Chaos der 10.000 Jahre, ein Zeitalter voller Tod und Wahnsinn. Ja, so sehen die auch aus. Ach, hier, guck mal da außen rechts, dieses Fensterbild. Mit der irren Sonne. Sehr lustig. Und da sind vier solche Elemente dargestellt. Ne? Feuer, wahrscheinlich ist das, steht das für die Ringe, die ich irgendwie suchen soll. Oder so. Gucken. Mal gucken. Clan kämpfte gegen Clan. Alles gut. Und Dämonen brachten Unheil über das Reich. Welches Unheil denn? Nicht viele überlebten das Chaos. Lehre und Schreibkunst waren völlig in Vergessenheit geraten. Die Sudani zogen als Nomaden umher. Aha. Also, lest mal selber weiter. Ich mache das mal so Klick. Wer möchte? Der erzählt uns ja irgendwie so wahnsinnig viel hier, ne? Die ganze Story da von der Welt und ich mache das jetzt mal nicht wahre Natur. Oh, der hört gar nicht auf. Ist ja irre. Wir waren was? Ruhmreiche Kreaturen der Luft, weise, friedlich und schön. Jetzt sind wir nur noch diese gefallenen Monster. Leb wohl. Tschüss, du. Na denn, wollen wir mal gucken, was denn der Chef hier zu sagen hat. Wer ist das denn? Oberpriester. Ich bin Ferenc von Moano. Oberpriester der Urati. Oh Gott, der Josef stellt sich auch doof an. Oberpriester? Fragezeichen. Okay. Das kann man gar nicht. Arenuget oder so. Arenuget vielleicht. Die Mosaike des Tempels erzählen die Geschichte. Naja, okay, das haben wir uns schon fast gedacht. Möchtest du von dem ersten, dem zweiten und fang von vorne an? Nein! 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 Will ich nicht. Erneut besiegt, bat Lahara um Gnade. Und Urat gab nach. Aber dann, als sie ihren Bruder umarmte, stach Lahara einen Dolch in seinen Rücken. Ihre Vasallen stürzten sich auf ihn und rissen das Fleisch von seinen Knochen. Als Urat starb, fielen die geflügelten Sudani aus dem Himmel. Die Städte aus Glas wurden erschüttert
und wurden zum Waheomo, dem Meer der Sterne. So verlor unser Volk zu Beginn des Chaos der 10.000 Jahre seine Flügel. Ich habe aber nichts gemacht. Also ich habe doch eigentlich nur... Vielleicht kann man sich alles erzählen lassen. Sollen wir es mal ausprobieren? Wird aber noch mehr erzählt. Von ganz von vorne an. Wie du wünschst. Dies ist die Geschichte des Arenoget, des Krieges der Götter. Die Kinder Guvals stürzten ihren Vater, den Schöpfer aller Dinge. Und Urad ernannte sich selbst zum Herrn der gesamten Schöpfung. Aber Urads Schwester, Lahara, beneidete ihren Bruder und wollte selbst auf den Himmelsthron. Lahara und ihre Schüler rebellierten und die Götter kämpften gegeneinander. Wir nennen diesen Krieg den ersten Arenoget. Urad zerschlug Laharas Rebellion und verbannte seine Schwester nach Kosos in unsere Welt. Die Welt, in der unsere Ahnen lebten und starben. Na, die sieht ja mal richtig freundlich aus. Wollen wir den Rest auch noch mal irgendwie machen? Stadt der Götter? Vielleicht, ich weiß ja nicht, ob euch das jetzt interessiert, aber einen machen wir noch. Komm, einen machen wir noch. So, oder? Die Kinder Guvals sammelten sich in der Mitte der Welt und bauten dort eine Stadt namens Iliosi. Und alle sollten diesen Ort als Stadt der Götter kennen. Urad sprach zu ihnen, hier schaffen wir ein Volk, das uns dient und ehrt. Dieser Tempel hier wurde auf den Ruinen Iliosis erbaut, denn Linel bedeutet in der Zunge der alten Runari Stadt der Götter. In der Schmiede der Götter wurden die vier Völker dieser Welt von den Kindern Guvals geschaffen. Die Kosani von Vadagar, die geflügelten Sudani von Urad, die Munari von Amasido und Laharas tödliche Odoni. Wir sind die Nachfahren der Sudani, obwohl wir im Arenuget unsere Flügel verloren. Ihr merkt schon, jetzt stecken wir so mitten in dieser Religionskiste drin. Das lassen wir mal. So, ich werde jetzt mal schauen, ob ich hier da vorne anfange mit den Türen. Und dann gucken wir mal, ob wir da was finden. Und wenn ich was Interessantes gefunden habe, dann bin ich wieder da. Wie immer. Ja, ihr müsst ja nicht alles da, jeden Unsinn sehen. Bis gleich. Da klinke ich mich auch gleich schon wieder ein, denn ich habe hier was gefunden. Und zwar bin ich gar nicht weit gegangen. Ich bin nur hier in diese Ecke gelatscht, wo diese erste offene Tür war. Und für alle Leute, die es vielleicht mal selber spielen wollen und nicht weiterkommen oder was auch immer, hier liegt die blaue Scherbe, die man ja auch schon da sammeln musste für ein Quest. Und jetzt haben wir die grüne und die blaue. Und ich gucke mal hier oben, was es hier noch so gibt. Aber das sieht alles, ich wollte schon sagen, mau aus. Aber die Treppe geht weiter nach oben. Es ist ja ein irrsinnig großes Gebäude hier. Aber hier kann ich nur doof durch die Fenster gucken. Ah, da draußen stehen Leute. Schauen wir mal. Aha. Naja gut, nix. Aha. Wer ist das denn hier? Ein Prälat. Mhm. Toll, was ist ein Prälat hier bei Ihnen? Ich bin der Abgesandte des Tempels am Hofe König Belials. Oder Belias. Im Namen des Oberpriesters biete ich dem König meinen Rat. Genau, der hohe Tempel besitzt so viel Land wie jeder Fürst und 5000 Lanzen, um es zu verteidigen. Ohne die Urati wäre der König nicht der König. Mal gucken, was macht er denn? Krönt den König von Medeva. Ja gut, schon wieder so ein bisschen... Ja, muss auch nicht, oder muss ich jetzt nicht alles lesen. Ich meine, ich kann das gerne nochmal machen für euch, wenn ihr es lesen wollt. Hier so ein 300-jähriger Krieg. Ich klicke das mal weiter. Ja, falls jetzt einer von euch Bock hat, da so richtig in die Story einzutauchen, kann er ja kurz sich das durchlesen wieder. So, lebe wohl. Also hier oben habe ich irgendwie nichts gefunden, außer unten die blaue Scherbe. Also auf zur anderen Seite. Gar kein Thema. Zack, beamen wir uns mal rüber. Ja, jetzt haben wir uns rüber gebeamt. Stehen wir auf der anderen Seite, ist aber nichts los hier. Wir können uns gerne nochmal hier so ein bisschen die Bildchen begucken. Die sehen ganz lustig aus.
Wenn man sich diese Fensterbilder da beguckt, ja, ein bisschen die Story, die da erzählt wird, sind ganz bunt, ganz hübsch, ist ja lustig, hier da hinten wird ein ganzer Turm abgerissen. Und das sieht irgendwie, naja Gott, soll wohl so ein Weg sein, der den Berg hochführt, sieht für mich aus wie so eine kaputte Torte. Und hier die lustige Sonne, sehr spaßig. Tja, gucken wir mal. Ich habe auf dem Weg hier noch kurz erfahren, dass diese Mönche in dem Tempel, wo wir hin müssen von Iona oder Ilona oder so, dass die alle so ein bisschen gaga sind und dass das irgendwie gefährliche Zauberer wären. Naja, schön. Dann wissen wir ja, was auf uns zukommt. Ein paar Spinner halt. So, jetzt gab es hier hinten ja noch die beiden Sprechblasen. Da gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Und... aha. Moment. Hä, wo ist denn die Sprechblase verschwunden? Ist das ein Typ, der gerade durch die Tür gerannt ist, oder wie? Eine grafische Meisterleistung gerade. Ganz eigenartig. Kapiere ich jetzt nicht. Das ist keine Tür, die man irgendwie benutzen kann. Also rennen wir hier mal hoch. Ich habe gedacht... oh, was ist das denn für einer? Jerve. Ich habe keine Zeit, mit dir über Götter und Zeremonien zu sprechen. Einer unseres Ordens wird vermisst. Das klingt wie ein Quest, oder? Oder? Dies ist eine ernste Angelegenheit für die Priester des Hohen Tempels. Ja, wer wird denn vermisst? Ein Schüler namens Elodach, ein vielversprechender Bursche. Seine Zelle wurde vor 3 Tagen leer aufgefunden. Seitdem gibt es kein Zeichen von ihm. Hua, Krimi-Quest. Wie kann ich dir helfen? Helfen? Ich glaube, da kannst du nichts machen. Das ist eine interne Angelegenheit. Solltest du jedoch etwas von dem jungen Elodach hören, dann sag uns sofort Bescheid. Ja, super. Wir haben eine Quest. Hervorragend. Jetzt gehen wir auch nochmal oben gucken. Oh, hier geht die Treppe höher als bei den anderen. Und dann stehen wir vor einer Zonentür, weil das so cool ist. Na gut. Lustig, das mal so grafisch so zu sehen. Na egal. Gut, dann glaube ich, haben wir hier so ziemlich alles uns angeguckt, was man so angucken kann. Vielleicht ging es nur darum, diese Quests abzugreifen, so ein bisschen was über die Geschichte zu hören. Dann würde ich sagen, wir sehen uns auf dem Marktplatz. Also, bis gleich. Ja, jetzt bin ich schon auf dem Markt, beziehungsweise hier im Marktplatz von Lenele. Und ich suche jetzt nach meinem Questbuch den Schneider Mercer. Der muss irgendwo hier unten gewesen sein, wenn ich das noch so halbwegs in Erinnerung habe. Irgendwo in der Häuserzeile. Und da wollte ich eigentlich gerade hinrennen und jetzt sehe ich hier so einen Typen, der hier so hockt. Der hat auch so, wie immer, die Ausrufezeichen oben drüber. Und dann reden wir jetzt mit dem, mal gucken, was der uns zu erzählen hat. Kann auch sein, dass er nur Geld will. Keine Ahnung, mal gucken. Hast du 5 Goldstücke für einen armen Bettler übrig? Na gut, im Endeffekt habe ich so viel. Danke dir, du bist im Belten großzügiger als die sogenannten Almosengeber vom Tempel von Urad. Ein elendes Pack von Dieben ist das. Der einzige Gott, dem sie dienen, ist ihr Gold. Ein elendes Pack von Dieben. Das sind doch die aus dem Tempel, wo ich gerade herkomme. Mal gucken. Vor 3 Tagen sah ich einen ihrer Schüler. Aha, jetzt höre ich aber was klingeln hier. Mit einer Diebesbande herummachen. Genau, jede Menge Räuber und Taschendiebe. Sie sagten, dass sie die Tempelschätze rauben wollen. Elodach. Hey, den Typen suche ich doch, ne? So hieß der Junge. Hast du das den Priestern gesagt? Die Priester des Hohen Tempels haben weder Gold noch Zeit, an Bettler zu vergeuden. Ich könnte keinen Fuß mehr in den Tempel setzen, ohne dass mich die Wache gleich dem Schwert ausliefert. Wenn du noch mehr hörst, dann sag mir Bescheid. Wenn ich ihm bezahle. Gibt es irgendwie einen Eintrag? Elodach, der Schüler? Auf dem Marktplatz hat der Bettler Mardok. Wenn er jetzt noch ein D daran hängt, dann wäre es Maddok. Naja, egal. Aber wenn wir das dann trennen. Vielleicht soll das ja auch nicht so sein. Wie Elodach plante, die Tempelschätze zu stehlen, erzähle ich Herbe, was er... ja, gut.
Da renne ich jetzt nicht hin gerade. Ich suche jetzt mal den Schneider. Der muss doch irgendwo hier sein. Also mal gucken, war der Schneider. Wo war der hier doch? Ist er das? War das der Schneider? Jo, Mercer. Da ist er. Hast du das Diebesgut? Ja. Ich danke dir von Herzen und nimm diese Belohnung. Was kriege ich denn jetzt? 500 Erfahrungspunkte. Na gut, das ist nicht wirklich viel. Seidenkniebund. Was ist das denn für ein Zeugs? Kann ich bestimmt nicht tragen, weil... Benutzervlies. Okay, Schutz 3, Tempo 1. Fließschätzchen, zieh das doch mal an. Hä, wo war es denn jetzt? Ach da. So, was ist denn das hier? Der Dunkelheitsring. Ach, den kann auch Joseph anziehen, ne? Beschwörung, Ringkraft 27. Was weiß ich. Feuerelement. Dunkelheit plus 3. Ja gut, wie der jetzt funktioniert, das müssen wir mal gucken. Es könnte doch sein, dass das dann hier bei Zaubern oder so war. Hier bei Ringen, ne? Ne, Segenschutz. Heilen, wieder aufleben. Könnte das denn sein, ja? Fleece, Joseph. Fähigkeiten hier unten. Schubsen, parieren, schlag mich tot. Was ist das denn hier? Schöpfung, beschwören. Das mächtiges Monster zur Unterstützung. Was könnte ich da mal machen? Soll ich mal den Feuerball... Achso, innerhalb der Stadt kann ich das nicht. Das war's, ne? Ja, muss ich. Darf ich nur im Kampf machen, aber müsste man noch reinziehen können. Oder sehe ich das jetzt verkehrt? Ah, ich weiß auch noch nicht. Mal schauen. Mit dem Typen kann man immer noch reden. Das verwirrt mich immer. Dann sollen sie doch eigentlich diese blöden Dinger da wegmachen. So, Leute, jetzt muss ich mal gucken. Nächste Quest, wo ich da hin muss. Ich guck mal kurz und dann schauen wir. Ich glaube, wir müssen diese Sache abgeben bei was denn? Wie heißt er denn? Da müssen wir in den Hafen. Drego Hafenviertel. Okay, da müssen wir die Karte verlassen. Aber hier, der Talisman. Ein Typi Agilo. Wir suchen Agilo. Agilo muss, glaube ich, auf dem anderen Marktplatz stehen. Ich laufe mal nach Karte. Müssen wir irgendwie hier. Hier irgendwo muss Agilo sein. Irgendwo da. Habe ich den mal gesehen. Rennen wir da mal hin. So, das ist die Brücke. Jetzt müssen wir da rüberkommen. Agilo, Schätzeken. Wo bist du? So, gleich mal umbiegen. Jupp. Mach mal so. Damit ich auch hier ja kein Ausrufezeichen verpasse. Agilo, hier steht keiner. Beziehungsweise keiner mit Ausrufezeichen. Oder haben die alle gar kein Ausrufezeichen? Muss ich die jetzt alle anquatschen? Bierhändler, nee, muss ich nicht. Könnte denn Agilo sein? Der da vielleicht? Mal gucken. Agilo, der da. Agilo der Händler. Seit Jahrhunderten betreiben die Runari auf diesem Platz Handel, der alte Anfang. Hast du einen Ohrring vom Pfandleiher gekauft? Ja, aber ich habe ihn meiner geliebten Dama gegeben. Ihr Gatte ist der Meister der Bäckergilde. Sie leben auf Burkans Insel, dem Handwerksviertel. Was? Was ist denn Burkans Insel? Toll. Jetzt bin ich überfragt. Jetzt muss ich mich mal sortieren hier. Das ist ja der Talisman, die auf Burkans Insel lebt. Finde den Ohrring und bringe Burkans Insel. Naja gut, ich gehe mal kurz in mich und dann sehen wir uns gleich im Hafenviertel. Moment, wie immer, kurz schwuppdiwo beamen. So, jetzt sind wir wieder vorne am Stadtrand in dem Hafenviertel. Aber ich habe gerade mal überlegt, wo denn das sein könnte, da dieser
Dieser Ohrring-Quester mit seiner Dama und dieser irgendeiner Insel. Ich habe keinen blassen Dunst, wo das sein könnte. Jetzt müssen wir hier irgendwo den Drego finden. Der muss irgendwo hier rumdümpeln. Also nicht. Oh, hier stehen so viele. Was ist das denn hier? Wer ist die denn? Drego hat einen guten Plan. Oh, da irgendwo Drego. Vielleicht ist es der Typ daneben. Ist das Geheimnis? Ich habe versprochen, nicht zu sagen. Okay, vielleicht war das hier Drego. Drego, hast du mir das Amulett mitgebracht? Ja. Gib es her, hier ist die Bezahlung, auf die wir uns geeinigt haben. Was kriege ich denn? 200 Erfahrungspunkte ist aber mickrig, ey. Ganz ehrlich, das war's. Naja, was macht der Typ hier? Habe ich mit dem schon gequasselt? Wenn du eine Klinge suchst, dann beweg dich keinen Zentimeter, du Heini. Was du brauchst, habe ich gleich hier. Ach, der verkauft Sachen. Guck an. Tja. Schöne, nette Sache. Was haben wir denn da? Warum kann ich die nicht benutzen? Ich kann ja mal so sagen. Schaden 50 ist natürlich nicht schwer. Aber die ist ja lahmarschig. Ey. Entschuldigung, aber geht ja gar nicht. Die ist wirklich lahm. Kriegsangst-Info. Auch so. Warum sind die rot? Irgendwie ist mir das nicht so ganz klar. Talent erforderlich Axt. Okay, dieses Talent habe ich nicht. Ah, hier einen Bogen könnte ich doch. Vielleicht könnte ich meiner Tante mal einen Bogen kaufen, aber. Was kann der denn so? 30 Schaden. Ja. Pfeile, die mit diesem Bogen verschossen werden, fügen dem Gegner geringen Schaden zu. Ja, wahrscheinlich ist das mit dem Feuerschwert, was er hat, besser was. Aber irgendwie habe ich da doch immer Bogenpunkte vergeben. Beziehungsweise, ja. Eigentlich ist das doof. Es braucht eine Armbrust auch Bogen. Tatsächlich. Eine Armbrust braucht auch Bogen. Kann denn so ein Krummschwert hier? Oder hier so ein teures Langschwert? Was kann das denn? 50 Schaden, Tempo 1. Gar nicht so schlecht, ne? Schwert und schwere Waffen erheblichen Schaden zu. Ich könnte das ja mal mitnehmen. Kann man auch Sachen verkaufen? Mal gucken. Nee, der hat nur Waffen. Ich nehme das mal mit. Warum eigentlich nicht? Kann ich mal gucken. Okay. Bevor ich mich hinter Ärger und hier wieder rumdümpeln muss. Ja. Weiter geht's. Was habe ich denn noch zu machen? Ich habe noch die blöden Bazitenschwänze. Jetzt müsste ich eigentlich hier unten so langsam ein bisschen weniger haben. Ich muss noch dann vor die Stadt. Ne? Hier. Das ist das mit den Baziten. Das kann man anscheinend ewig machen. Also ich vermute, der Quest wird immer bestehen bleiben. Hier, Augen des Bittlers muss ich raus, Salamanca muss ich raus, Talisman, keine Ahnung, wo die Insel ist, vielleicht finde ich die irgendwann zufällig. Scherben findet man auch zufällig, hier muss man raus, Felder von Lenele, Ragnels Räuber sind Felder von Lenele, Elodach. Da muss ich, okay, muss ich nochmal in den Tempel. Und die Samen, da muss ich Kosani, ich nehme an, dass ich dann auch in die besagte Stadt muss. Vermute ich mal fast. Oder im Hafenviertel von Lenela hatte. Samen von Auer zu einem Kosani namens Ela. Schätze ich. So, und das hier finde ich dann in dem. Auf Iona. Da muss ich sowieso hin. Auch für die Hauptquest. Dann schauen wir mal. Gut. Ich mache mal kurz einen kleinen Schnitti-Schnitt hier und dann überlege ich, wie ich weiter fortschreite. Eventuell sehen wir uns gleich nach dem Schnitt in dem Tempel, dass ich. Kurz das weitergebe, was der Bettler mir über diesen merkwürdigen Mönch mit Diebesambitionen gesagt hat. Also, werden wir gleich sehen. Ja, da sind wir dann schon wieder im Tempel und geben dann jetzt mal flott die Quest ab. Ich nehme an, dass die heutige Folge dann noch fast zu Ende ist. Ich habe ja gesagt, ich will einfach nur ein paar Quests abgeben und gucken, wo die sind. Bevor wir dann die nächste Folge anfangen, werde ich nochmal meine ganzen Baziten Schwänze, die ich im Inventar habe, abgeben, mir das Geld abholen.
Ich habe auf dem Weg hierhin schon so ein bisschen an den Waffen rumgebastelt. Das heißt also, hier, der hat jetzt noch ein Rundschild bekommen. Die Fleece hat andere Beinkleider gekriegt. Und ja, da wollen wir mal gucken oder so, ob das dann ausreicht, damit wir dann beim nächsten Mal aus der Stadt rausgehen und gucken, dass wir auf diesen weiten Feldern von Lenele, westlich, östlich, südlich, was auch immer, die ganzen Quests erledigen. Und ich muss ja auch noch in diese komische Stadt da die Samen abgeben. Ich glaube, Kosani oder so heißt die. Das wäre dann auch noch das, was in der nächsten Runde ansteht. So, jetzt gucken wir mal, wie er hier drauf reagiert. Ein Schüler namens Illodach verschwand und so weiter. Ich habe etwas über den vermissten Schüler gehört. Was hast du gehört? Naja, ein Bettler sagt, er schmiedet einen Plan gegen euch. Absurd. Ferenek, was ist von Monano? Nee, Moano, oh Gott. Selbst hat gesagt, dass der Junge vielleicht einmal Oberpriester wird. Naja, vielleicht muss ein Oberpriester so sein. Es braucht schon mehr als das Wort eines Bettlers, um mich davon zu überzeugen. Er plant, die Tempelschätze zu stehlen. Ha, eine lächerliche Anschuldigung. Selbst wenn das wahr wäre, so sind unsere Reliquien doch sicher. Hinfort mit dir. Das war's. Wie öde. Was kann ich denn jetzt machen? Was passiert denn da? Illodach. Das habe ich doch gesagt, was ich erfahren habe. Naja gut, wahrscheinlich muss man da den Bettler öfter anquatschen, vermute ich mal fast. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls schließen wir dann hier in dem Tempel und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken bei der Questabgabe hier und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich, wenn es Spaß gemacht hat. Bis dann und tschüss zusammen.